Witritschenko aus der Ukraine. Die Kniemanschette übrigens nur zum Schutz, das ist nichts Schlimmes, sonst könnte sie auch gar nicht diese tollen Vorführungen hier zeigen. Wunderschöne Bandzeichnung von Jelena. Und wenn die Magda gesagt hat, die jungen Gymnastinnen sind so dünn und haben eine gute Figur, also das trifft nun wirklich auf Jelena zu, obwohl sie 5 bis 6 Jahre älter ist als ihre nachrückende Konkurrenz. Ja, was will man da groß abziehen? Ich hätte es schwer als Kampfrichter bzw. Kampfrichterin, weil in der Jury sitzen natürlich nur Frauen, wie sich für diese Frauensportart gehört. Julia Raskina bekam 10,0 Punkte, hat nur 1/10 abgezogen bekommen und das war die Streichnote von einer Wettkämpferin bzw. Kampfrichterin aus der Ukraine. Wen wundert's, wo Jelena Witritschenko doch aus der Ukraine kommt und die Wertung für Jelena Witritschenko ebenfalls 10,0. Allerdings hat sie 1/10 Abzug bekommen von der Russin. Also Punktgleichheit hier in diesem Finale, 2 mal 10,0. Aber die Gesamtsiegerin ist aufgrund des Vorwettkämpfes Jelena Witritschenko und damit hoch zu.